So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Das muss ich euch gleich erklären. Auf den Schock, was passiert ist, waren wir jetzt hier im Teddy hinter uns und haben dieses Bier entdeckt. Dominikaner Pilsner Premium. Ich bin ja nicht dafür, dass man jeden Tag Bier trinken muss, außer der Hannes ist da. Oder es ist was Schlimmes passiert, so wie in meinem Fall heute. Oder man hat Stress. Wir wollen jetzt zwei Krypto-Entei-Raids machen. Der eine ist hier. Da werden wir aber mal hier auf dieses Stadion-Fußballgelände gehen, schnell einen Krypto-Entei-Raid machen. Dann erzähle ich euch die Geschichte, was heute passiert ist. Es ist so lustig und stressig zugleich. Und jetzt haben wir uns im Teddy deshalb schnell was zu trinken geholt. Da stand Sonderpreis 1 Euro. Wenn du überlegst, 1 Euro für eine Dose Bier ist übelst teuer. Ja? Ich bin da so 49 Cent gewohnt. Aber es ist Dominikaner, Pilsner. Das kennt bestimmt keiner. Deswegen nehmen wir das jetzt hier mit rein. Oh, da steht, Unbefugten ist das Betreten verboten. Gilt das auch für Pokémon-Spieler, die einen Raid machen wollen? Wir probieren es aus. So, der Raid ist jetzt aufgegangen. Das Krypto Entei ist da. Wir werfen jetzt mal hier den Pass rein. Hannes ist auch da. Wir haben uns jetzt hier beim Stadion hingesetzt, an den Tisch hingesetzt. Ich möchte ganz kurz erzählen, solange die Raid-Lobby-Zeit abläuft, was passiert ist. Hannes hat immer sein Feldbett dabei, da hat er die Nacht drauf geschlafen. Heute früh wollte er das wegräumen in die Ecke und hat das direkt in die PC-Ecke gestellt. Das Feldbett mit seiner dicken, fetten Wolldecke allem dabei. Das stand direkt am Rechner dran. Hinten ist die Belüftung vom Netzteil. Das stand am Rechner dran. Die Wolldecke hat das Netzteil, die Belüftung zugedeckt. Ich sitze am Rechner, mache da stundenlang was. Dann habe ich gesagt, ich exportiere jetzt mein Video. Da hat der Rechner jetzt richtig schön aktiv geworden, hat richtig schön heiße Luft produziert. Ist sie aber nicht losgeworden, weil die Wolldecke ja das abgedeckt hat. Irgendwann ist der Rechner einfach ausgegangen. War kochend heiß, keiner wusste, was los ist. Ich habe gedacht, ein Kabel ist locker gewesen. Gehe hinten ans Ende ran, sehe, da ist ein Haufen mit Wolldecken. Zieh den weg. In dem Moment hat sich das Kabel ein bisschen gelockert und geknirschelt, hat angefangen zu rauchen. Ich dachte, oh mein Gott, was ist da denn los? Immer wenn ich es anmachen wollte wieder, Kabel rein, hat die Sicherung rausgehauen aus der Wohnung, weil das Netzteil dann defekt war. Das war wohl überhitzt, defekt, kaputt, alles. Was machst du? Ich wollte Expert in Meiningen hin, wollte ein neues Netzteil besorgen. Die haben keine, die haben nur für Laptop. Kaufland, Meiningen, haben sie Netzteile da? Hammer, kommen sie vorbei hier? Haben natürlich nichts gehabt. Rufst du Mediamarkt an in Zell-Amelis? Wir haben keine mehr, die sind alle ausverkauft. Sie können online eins bestellen. Das würde vielleicht funktionieren. War Quatsch. Ich habe es heute am selben Tag noch gebraucht. Am Samstag, heute Samstag bei uns, hast du bei eBay Kleinanzeigen. Thomas hat was geschickt. eBay Kleinanzeigen in Meiningen. Verkauft jemand ein Netzteil? Habe ich gedacht, geh mal dahin, holen das ab. Hat sich nicht gemeldet. Halbe Stunde später, ich habe in Hibu angerufen beim Expert. Haben Sie Netzteil? Hammer, da kannst du kommen. Normal hatte ich immer eins von Be Quiet. 600 Watt. Jetzt bin ich eine Stunde nach Hibu gefahren, habe das Netzteil abgeholt für 60 Euro von irgendeiner Aguron-Firma, 720 Watt. Bin jetzt wieder eine Stunde nach Meiningen gefahren, habe jetzt da gesessen, mit Thomas, mit Zai, mit der Gruppe versucht, das Netzteil auszubauen. Das war wieder alles komplett anders. Ich habe absolut keine Ahnung von nix, aber es scheint jetzt trotzdem zu funktionieren. Mein Video, was ich exportieren wollte, exportiert jetzt erneut. Pupsi ist zu Hause mit Jonas und dem Muttertier. Wenn das Video fertig ist, sollen die mal das Video reinziehen, weil wir ja jetzt schon wieder am Krypto-Entei-Raiden sind. Und sonst wäre der Seed ja auch ausgefallen. Ich hätte nichts machen können. Also das hat mich echt gerade belastet, da aus dem Nichts 60 Euro hinzuschleudern für das Netzteil. Jetzt sitzen wir aber hier, machen kurz Krypto-Entei. Und ja, das Ding ist vom Typ Feuer. Das heißt, ihr nehmt halt zum Beispiel Boden. Oder ihr nehmt Wasser. Hier kämpft das gerade mit Rihonyo, weil das ja auch ein Bodentyp ist. Hier kämpft es mit Krypto Knackrack, weil das ein Bodentyp ist. Mit was kämpfst du, Hannes? Mewtwo. Mewtwo? Das ist nämlich ein Psycho. Und Psycho ist ja gut gegen alles. Ne? Wenn ihr seht, ah, Psychopath rennt rum, haben sie alle Angst. So, deswegen nehmt immer nehmt Boden. Boden ist das Beste, Wasser ist das Beste. Krypto Kyokre wäre gut. 100er Kyokre. Proto Kyokre.
Oder halt auch Proto Groudon. Also du kannst eigentlich, Kyogre und Groudon sind beide richtig stark gegen Entei. Ich habe zwar schon einen Entei als Pokédex-Eintrag gehabt, ich habe aber kein Krypto. Ich möchte jetzt mal kurz hier schauen, ob ich ein Krypto-Entei fangen kann, wie gut das ist und ob wir dann noch ein zweites machen können. Ist es dann eigentlich als Shiny verfügbar, Hannes? Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste eigentlich. Oder weil das erste Mal da ist, ist es aber auch nicht. Also ich glaube, die Krypto-Rates jetzt dienen dazu da, im April, dass man das Shiny kriegt. Hier habe ich 1915 auf dem kleinen Account. Der richtige hat 1866. Wie viel hast du? 1896. Aha, habe ich wieder mal das Schlechteste. Wir curven, stellen den Kreis ein, werfen drauf. Einfach fabelhaft. Jetzt brauchst du den Kreis nicht mehr verstellen. Wirfst da jetzt einfach rein. Haben auch schon einen zweiten Raid gesichtet. Der ist dann aber im englischen Garten. Da müssen wir dann dahin steppen. Ne? Und keine Ahnung. Zwischendurch wollte ich euch noch einen Automat zeigen, den ich Hannes auch zeigen möchte. Der ist aber auf dem Markt, wo du 24/7 hin kannst und kannst dir da alles Mögliche holen. Da gab es sogar Samyang-Nudeln, die fand ich immer richtig toll. Habe mir aber aus dem Automat noch keine rausgefischt. Ich habe ja noch meinen Vorrat zu Hause. So, jetzt kurz konzentrieren, dass wir das Entei fangen. Und das zweite Entei schneide ich euch dann rein, wenn wir zum Fangbildschirm kommen, damit das Video nicht so lange geht. Aber das war heute ein Schreck. Stehst auf, willst dein Video exportieren, willst noch Tasting machen, willst noch das machen, willst noch hier die Maß und hin und her. Und dann plötzlich geht gar nichts mehr. Du wusstest gar nicht mehr, was du machen sollst. Und dann rufst du überall an und alle sagen, Hammer nicht, ist ausverkauft, sowas verkauft man nicht mehr, gibt's nur noch für Laptops, nicht für richtige Rechner, weil die Leute machen ja nur noch TikTok-Videos mit dem Handy. Wer arbeitet denn schon noch mit dem richtigen PC? Keiner, ne? Das ist sehr gut, ne? Die müssen zusammenhalten. Nicht hier die TikTok-Generation, das ist voll schlimm. Das Entei hat jetzt einen Stern. Das ist richtig schlecht. Das hat 6, 6, 15. Das nehmen wir aber so mit. Mal gucken, wie das zweite ist, denn da gehen wir jetzt hin. Und weil du vom vielen Raiden müde wirst, durstig meine ich, habe ich einen Hannes jetzt mal zum Snackboy geführt. Das ist das hier, Snackboy. 24/7 auf, da gibt es sogar Samyang-Nudeln, da gibt es Getränke, da gibt es alles. Und da möchte ich dem Hannes jetzt mal ein Bierchen holen, damit er zur Besinnung kommt. So, das ist der Hannes, der guckt wie ein Auto, nur nicht so schnell, ne? Sagen die Leute immer, wir haben uns jetzt mal die Auswahl reingezogen. Ihr habt hier Bags, Green Lemon, wer es braucht. Und hier ist Bayreuther und Bayreuther. Bayreuth ist doch die Stadt, wo der Timo herkommt, deswegen werden wir uns jetzt einfach mal zwei Bayreuther gönnen. Die kosten 2 Euro. Stopfst du also hier rein, gibst die 25 ein und dann siehst du, wie das Teil hochfährt und dir das schöne, gekühlte Bayreuther in die Visage. Zack, dann ist es nämlich hier drin und dann freut sich der Hannes schon, da sehe ich doch wieder Zahntropfen. Guck, wie du hier reingehst. Danke. Danke. Oh, das ist ja auch eine kleine Flasche. Abzocke. Warte, ich hole noch eins, weil wir wollen ja doppelt abgezockt werden. Diesmal probieren wir mal die 29. Da ist nämlich noch so viel drin. Nehmt nicht die 27, die hat keinen Inhalt. Aber schön, dass da Danke gesagt wird. Das ist freundlich, das willst du haben hier. Schwupp rein. Danke. Bayreuther Bier. Das ist ein Timo sein Bier. Prost, Hannes. Prost. Aber jetzt ab zum zweiten Raid. So, das ist der Ramses. Das ist der Hannes. Guckt euch an. Wisst ihr, was der Hannes versteckt hat? Ein kleines Rehkitz. Seht ihr es da hinten aus Holz? Es ist so schönes Wetter. Und das ist so genial, dass hier gleich so ein Brunnen ist, wo man da so seinen Kopf dann reintunken kann. Oder irgendwas anderes, mal so über die Stirn, dass das so ein bisschen gekühlt ist, das ist wichtig. Wir haben jetzt hier den zweiten Entei-Raid gemacht. Und wen haben wir getroffen? Schon wieder den Winged Hussar. Den haben wir gestern schon bei 2 Raids gesehen, haben dann kurz auch mal mit ihm geredet. Heute laufen wir hier rein in den Park, da steht da der Winged Hussar und will den Entei machen mit der Fussel. Ich habe den Namen gerade nicht gemerkt, müsste aber dabei stehen gerade. Wir haben jetzt den Raid schon gemacht. Wir haben die jetzt verabschiedet und Tschüss gesagt und der Samyang-Account hat ein 1970er. Was ich habe, muss ich mir jetzt angucken. Hier müsst ihr jetzt auch dabei stehen, du hast gewonnen, alles klar. 48 von 50 Raids und hier seht ihr unten Flusen-Queen und Fusselchen. Die waren drin, da schicke ich jetzt mal Einladungen, genauso wie an den
Winged Hussar. Das sind Meininger. Ramses macht Connections klar, aber ich werde ihn nie wieder sehen, außer wenn der Hannes da ist. Der Hannes ist so ein Magnet für fremde Menschen. Denn da, wo wir vorhin gesessen haben, da waren auch zwei Menschen und die haben dann einfach gesagt, hey, und haben dann angefangen zu reden und der Hannes war voll in seinem Element und ich habe gedacht, wir schaffen es gar nicht mehr, da wegzukommen, aber jetzt sind wir hier. 1970 und ich habe 1870, das sind genau 100 weniger. Den wollen wir jetzt auffangen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorhin hatte im ersten, aber das ist auch egal. Wir tüten den jetzt hier ein, hoffe ich. 1870 habe ich doch jetzt. Der Hannes macht wieder Schmarren. Kennt ihr das? Wenn der Hannes Schmarren macht. 18, das kann doch gar nicht sein, dass ich zweimal genau die gleichen WP habe. Deswegen werfen wir das jetzt hier drauf. Hui! Und wenn der Kreis einmal eingestellt ist, ihr seht schon, die Sonne brennt. Da lässt die Konzentration nach. Nee, komm hier, das ist jetzt ein YouTube-Video, das ist keine Freizeit, da muss man sich angemessen präsentieren. Deswegen wirft man jetzt großartig. Puh, auch wenn es so warm ist, geht jetzt auf einfach fabelhaft. Wirft dann daneben, bedankt sich schon mal beim Linus und bei der Sarina und bei Blood and Tears und bei Blood and Fears und bei Bloody Mary. Und bei der Fussel und beim Wind und beim Husa und beim Hannes und beim Samyang Bulldog vor allem, der macht ja auch immer jeden Raid mit. Das ist so ein krasser Dude. Wenn ich mal einen Raid mache, der ist irgendwie gefühlt in jeder Lobby dabei. Das finde ich richtig stark. Wir sind auch schon Glücksfreunde geworden, haben auch schon getauscht. Der ist auch richtig cool. Ich versuche nur Zeit zu schinden, dass das Ding drin bleibt, aber das merkt man bestimmt. So. 14, 24, das ist die Uhrzeit, das ist nicht die WP. Jetzt, es ist halt wie es ist. Guck dir das an, wie der Ball da rummacht. Jetzt werfen wir mal hier drauf. Ich glaube, da ist Bier im Spiel. Er ist wieder rausgekommen, aber ich glaube, der Kreis ist jetzt eingestellt. So, wir werfen jetzt und das ist einfach fabelhaft. Das heißt, ab jetzt darfst du den Kreis nicht mehr verstellen. Und darfst nur noch werfen, wenn der angreift. Er greift ja eh oft an, manchmal hüpft er auch hoch. Hier greift er schon wieder an. Wir werfen wieder drauf, wieder einfach fabelhaft. Und wir wollen heute noch zwei Tastings machen. Wir haben noch so lustige Ipa-Biere mit Märchendosen von Schneewittchen und von Rotkäppchen. Wir wollen noch die Gosmas in der Dose testen. Und das ist das Stichwort, denn da ist der Boss, das Pokémon ist drin. Wir bewerten es jetzt. Es ist das Schwerste und das Größte und hat auch einen Stern. Und Hannes, es kann sogar sein, dass es... Nö, 1866 hat das letzte gehabt. Das ist eine Reislaus in Rot. Die könnt ihr euch jetzt ausdrucken und übers Zimmer hängen. Dann würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Das waren zwei Krypto-Entei-Raids mit Hannes im Video. Es ist so schönes Wetter. Wenn Hannes geht, regnet es wieder. Deswegen nutzt die Zeit, die ihr habt im Leben. Wenn der Rechner durchbrennt, macht euch mal eine Cola auf und habt Spaß. Ne? Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Seht ihr? So schnell ist vorbei. Jetzt hat er Lunge. Das ist... Man raucht dann nicht mal, ne? Habe ich noch nie gesehen, sowas.